lehnt her und müssen nach da. Elisa, heißt du den Plan nicht verkehrt rum? Nein. Doch, Begonia hat recht. Er muss so rum. Ah, okay. Schaut mal, dieses schöne Gebäude da. Vorgehen, wem es gehört. Ja, dann können wir auch gleich fragen, wohin wir müssen. Gute ja, Idee. Wir sind in dieses schöne Haus hier gehört. Et vous? Moi aussi. On demande les garçons à nous manger ici. Bonjour, excusez-nous. Qui fait-on bien manger ici? Hein? Bien manger! ¿Quién es lo que quiere? No, nada. Manger! No entiendo. Oh! El Pablo no ha dicho nada. Yo le voy a decir que esta semana no creo que sea posible, pero bueno, en el proceso de trabajo a Mustafa que le vaya haciendo, que le vayan haciendo esto, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para poder trabajar. Ein herrliches Gebäude. Wissen Sie, wem das Gebäude gehört? Tiene con papeles español. No entiendo. No entiendo, der reiche Mann. Lass uns das Haus fotografieren. Ja! Danke! Yeah. Por fin estamos en Alemania. Mirad ese barco, vamos para allá. Me gustaría saber a quién pertenece. ¿De quién es este barco? Sofía, ¿verstehst du, was ich sage? Nein, aber frag mal doch Marlene. Marlene? Verstehst du sie? Ich verstehe sie auch nicht, aber ich frag mal, ob sie Englisch sprechen. Okay. Do you speak English? Hä? Ich verstehe nichts. Excuse me, do you know who is the owner of this beautiful house? Aber was haben Sie gesagt? Ich weiß es nicht. Wenn wir Deutsch sprechen, wäre ja crazy.
What language are they speaking? Let's ask one more time. Whose house is it? Ich verstehe nicht. I think the owner of this beautiful house is a rich gentleman. His name is Ich verstehe nichts. Where did he buy it? Can we go inside? Centrally, there's a big TV and a steamer sky coach inside. Was haben Sie gesagt? We can take photos. Yeah. Yes! Photo number one! Photo number two! And the last photo! This is good. Oh, yes.